das habe ich mir epischer vorgestellt. Das habe ich mir epischer vorgestellt. Egal. Lang nicht mehr gesehen. Tatsächlich fast ein Jahr. Es hat sich viel geändert. Ich meine, hey, schaut die fucking Location an. Ich bin da ganz woanders jetzt mittlerweile. Hi. Hoffe, in dem Jahr war nicht allzu viel Traumatisches oder sonst was bei euch. Ja, es ist ein Scheißjahr gewesen. Lustigerweise für mich das beste Jahr meines Lebens gewesen, letztes Jahr 2020. Dementsprechend habe ich auch sehr viel geschaut, dass ich, ja, ohne jetzt deprimierend zu klingen oder sonst was, sehr viel in meinem Leben auf die Reihe bekomme. Und dementsprechend habe ich halt andere Sachen, so wie den Kanal hier, sehr vernachlässigt. Unter anderem auch, weil YouTube mich sehr, sehr angekotzt hat. Muss ich wirklich sagen. YouTube, seitdem die mir den Kanal weggenommen haben, vor 2 Jahren mittlerweile, ist eine Hassliebe geworden. Ist eine echte Hassliebe geworden. Aber jetzt habe ich eigentlich richtig, richtig Bock wieder, ein paar Videos zu machen. Mit ein paar meine ich schon wieder ein bisschen Content zu bringen mit allem drum und dran. Nur mal so nebenbei, die Viewzahl ist mir sowieso scheißegal. Das wird sich auch dementsprechend auch später zeigen, wenn ich gewisse Rubriken mache, die mir keine Views bringen werden. Aber das nur mal so nebenbei hingestellt. Zweitens, es ist sowieso immer komisch, wenn ich zum Beispiel in Public oder sonst was immer drauf angesprochen werde, so, ja, machst du jetzt YouTube oder sonst was und bla 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 und so, ah, der macht ja YouTube und haha und hi, es ist mir egal. Bitch, I don't care. I don't give a fuck. Es gibt immer auch diese Slide-Hinweise, wenn jemand auf einmal zu mir Jake sagt, so, was? Der hat mich jetzt in Public auf Jake angesprochen, obwohl ich nicht Jake heiße. Boah, das ist ja krass, Bro. Es juckt mich nicht, Bro. Ich kann nicht beschreiben, wie wenig mich das juckt. Kleine Dinge nebenbei. Ich weiß, mein Bart ist absolut beschissen und zu lang. werde ich bestimmt demnächst auch wieder wegbekommen. Dann, ich bin ein bisschen fett geworden. Holy shit. Das ist das, was Lockdown aus dir macht. Shit. Ich glaube, es sind 30 Kilo mehr geworden tatsächlich. It is what it is. It is what it is. Aber macht nichts. Wir sind hier, wir sind glücklich und wir machen ein neues Video. Und wir machen jetzt tatsächlich nicht so ein langes Video, weil gleich mein Nachbar meint, er müsste seine ganze Garage wegräumen. Und es ist ein Lärm, den kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich hatte eigentlich ein anderes Video vor, aber jetzt machen wir einfach naja, meine Reaction auf die Grammys, die gestern waren. Haben einige gewonnen, die es verdient haben und ein paar, die, naja, über die man sich streiten lassen könnte. Aber jetzt können wir mal loslegen. Wir legen gleich los mit Record of the Year. Und nominiert waren Black Parade, Beyoncé, wo ich gerne gesehen hätte, dass Beyoncé auch ja, eben nicht nur nominiert gewesen wäre, sondern auch gewonnen hätte, ehrlich gesagt. Colors von Black Pumas, naja. Rockstar, DaBaby featuring Roddy Ricch. Ich sag's gleich vorab. Das ist so. Der Song war sehr oft nominiert. Extrem oft. Und ich verstehe keineswegs warum. Der Song ist nicht so geil. Ich finde den Song nicht so mega. Ich finde den, ehrlich gesagt, ich habe den 2-3 Mal in meinem Leben gehört und ich fand ihn nicht so brillant, also wirklich, es ist auch definitiv nicht der beste Song auf dem Album von DaBaby, naja, aber deswegen bin ich auch froh, dass es nicht gewonnen hat. Ich glaube, es hat gar nicht gewonnen, oder? Ich glaube, es war 10 Millionen Mal nominiert, aber kein einziges Mal gewonnen, worüber ich ehrlich gesagt ein bisschen glücklich bin. Say So, Doja Cat, verstehe ich wegen dem TikTok-Hype mit allem drum und dran, ist ein niedlicher Song. Doja Cat als Artist, die Art und Weise gefällt mir nicht so ganz. Aber es ist völlig legitim, dass sie da dabei ist. Dua Lipa, Don't Start Now, hat sehr, sehr viele Fans. Ich bin keiner davon. Ist nicht so meins, aber ich kann es absolut verstehen. Und dann haben wir Circles, Post Malone. Nein. Sei mir nicht böse, aber dieses Post Malone Album. Hollywood's Bleeding. Nicht Hollyblood, Hollywood's Bleeding. Ist ziemlich fucking langweilig.
Also Beerbongs and Bentleys war eigentlich ein ziemlich gutes Album, finde ich. Besonders nach dem desaströsen Stony für mich. Und dann ging es halt einfach direkt wieder zurück. Fand ich schade, fand ich sehr schade, weil ich glaube, Post Malone hat sehr viel Potenzial. Aber Circles war, also der Song und das Album war jetzt nicht so brillant. Und was leider auch verloren hat bei Record of the Year ist Savage, Megan Thee Stallion featuring Beyoncé, der Remix. Ich finde den Remix so fucking gut. Ich liebe diesen Song. Besonders die Beyoncé-Strophe natürlich und die Beyoncé-Adlibs. Die Adlibs sind so bosshaft. Ohne Scheiß, die sind so fucking bosshaft. Aber wer gewonnen hat, ist Billie Eilish. Everything I Wanted. Ja, guter Song, by the way. Ist ein guter Song. Record of the Year? Nein. Nein, echt nicht. Echt nicht. Also wenn dann Black Parade, Beyoncé oder Savage, Beyoncé, Megan Thee Stallion. Das wären eigentlich schon meine Picks gewesen persönlich. Ich streite mich jetzt nicht darum, dass jetzt Billie Eilish schon wieder gewonnen hat. Also es ist wie es ist. Machen wir weiter mit dem Album des Jahres. Da waren dabei Chilombo, Jhené Aiko. Das Album war okay. War es ein Album des Jahres wert? War es eine Nominierung wert? Ich glaube eher nicht. Black Pumas war auch in Ordnung mit Black Pumas, die Deluxe Edition sogar. Warum auch immer. Coldplay, Everyday Life. Fuck off. Wenn du 2021 immer noch glaubst, Coldplay, geil. Was ein geiler Content. You do you, aber ich find's nicht. Wirklich nicht. Ist echt lange her, dass die einen geilen Content gehabt haben. Für mich persönlich. Wie du das empfindest, persönlich, ist deine Sache. Natürlich. Aber meine Meinung, mein Video, fuck off. Aber jetzt, nee, ist nicht so serious natürlich, nicht so serious. Wer da auch noch dabei war, Jacob Collier sagt mir absolut gar nichts. Haim sagt mir ein bisschen was, weil die mal einen Song mit Calvin Harris gehabt haben. Aber was die persönlich so machen, gar kein Plan. Dua Lipa, Future Nostalgia. Ja, es ist ein Pick, der zu erwarten ist. Genauso wie fucking Post Malone. Hollywood's Bleeding, warum ist das nominiert? Ich weiß, warum es nominiert ist, aber warum? Warum? Wer es aber gewonnen hat? Folklore. Folklore, Taylor Swift. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde, der Pick ist tatsächlich verdient. Ich mag das Taylor Swift-Album Folklore. Das danach kam, dieses Evermore, dieses zweite Album, das war nicht so geil. Aber dementsprechend bin ich gar nicht so sauer, dass Taylor Swift gewonnen hat. Ich hätte von den ganzen Alben sowieso eigentlich Taylor Swift als Gewinnerin auserkoren, persönlich. Dementsprechend ist in Ordnung. Dass da einige Alben meiner Meinung nach fehlen, die Album des Jahres wert gewesen wären, ist natürlich klar. Aber es sind die Grammys. Die Grammys legen nicht so viel Wert darauf auf Hip-Hop, das wissen wir, das ist jedem klar, spätestens seit dieser ganzen Macklemore, Kendrick Lamar Situation vor ein paar Jahren oder allgemein, wenn man überlegt, dass zum Beispiel fucking Will Smith einen Grammy kriegen musste, der sowieso so kommerzmäßig einfach so am Poppen war, ja, und davor andere super heftige Artists nicht mal ansatzweise irgendwie Recognition bekommen haben von den Grammys. Darüber brauchen wir gar nicht reden, weil Will Smith, sei mir nicht böse, kann ja ein guter Schauspieler sein. Beschissener Rapper. Ich sag, wie es ist. Beschissener Rapper. Hat vielleicht 2 geile Songs in seiner gesamten Karriere. 2. Aber es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Es kommt halt dabei raus, wenn 60-jährige fucking White Dudes in fucking Anzügen darüber entscheiden, wer den geilsten Rap-Record rausgebracht hat. Es macht keinen Sinn. Es wurde dieses Jahr natürlich angepasst und darüber bin ich sehr stolz. Ich bin, was heißt sehr stolz, aber ich bin einfach sehr, sehr froh darüber, dass mittlerweile viel mehr Leute, die mit der Kultur zu tun haben, mit einfach mehr Verständnis über das Genre haben, dass die mittlerweile mehr Sagen haben in der ganzen Situation. Es freut mich enorm, weil dann geht's auch in die richtige Richtung. Song des Jahres. Nominiert war Black Parade, Beyoncé. Wäre ein geiler Pick gewesen. The Box, Roddy Ricch, wäre ein geiler Pick gewesen. Cardigan, Taylor Swift, wäre ein geiler Pick gewesen. Circus, Post Malone, fuck off.
Don't Start Now, Dua Lipa, nee, Everything I Wanted, Billie Eilish, nee, If the World Was Ending, Julia Michaels, nee. Gewonnen hat I Can't Breathe von Her. Ist okay, der Pick, aber Song des Jahres brauchen wir nicht überstreiten. Das ist kein Song des Jahres. Politisch gesehen, also von den Themen her gesehen, natürlich, ist wichtig. Aber zum Beispiel, sagen wir mal, ein Lil Baby, The Bigger Picture, und darauf kommen wir später auch noch zurück, ist einfach wesentlich besser. Wer hätte denn aus der Gruppe gewinnen sollen? Beyoncé hätte gewinnen können, Roddy Ricch hätte definitiv auch gewinnen können, der war ja mega lang auf der 1. Cardigan, Taylor Swift, wäre ich auch nicht mad gewesen. So, Best New Artist. Wir haben Megan Thee Stallion, die gewonnen hat. Freut mich tatsächlich. Wäre nicht mein Nummer 1 Pick gewesen tatsächlich, aber ist einfach der Safe Pick, das verstehe ich komplett. Hatte absolut genug Gründe, um diese Kategorie zu gewinnen. Was ich aber an den Grammys nicht so ganz verstehe bei der Kategorie ist immer, da sind Artists dabei, die schon seit Jahren Musik machen, schon seit Jahren Alben und EPs und sonst was droppen. Und dann sind sie halt irgendwann mal für eine kleine Weile Mainstream. Und dann heißt es, okay, das ist der beste neue Artist oder einer der besten neuen Artists. Und das macht mich ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt, weil ich nicht verstehen kann, wie sowas passieren kann, zum Beispiel eine Noah Cyrus da reinzubringen. Die ist ja schon seit 4 Jahren oder so da. Andere Nominees waren Ingrid Andress, sagt mir gar nichts. Sagt mir absolut gar nichts, höre ich zum ersten Mal. Phoebe Bridgers wäre okay gewesen. Chica, oh mein Gott, ist Chica geil. Die EP Industry Games, falls du da draußen die EP von Chica Industry Games noch nicht gehört hast, mach bitte. So eine geile Künstlerin, ohne Scheiß. Dann, Dee Smoke ist halt der Gewinner der Netflix-Show. Dieser Hip-Hop-Casting-Show, die sie da probiert haben mit Chance the Rapper, T.I. und Cardi B. Ist okay. Also das Album von ihm hat mir jetzt auch nicht so gepackt, ehrlich gesagt. Doja Cat, verstehe ich den Pick, aber ist schon länger around. Und K-Tranada wäre mein zweiter Pick gewesen nach Chica. Aber K-Tranada hat doch auch schon seit Jahren ist der da. Ich verstehe es echt nicht, wie der Gedankengang dabei ist. Weil ich glaube auch nicht mal, dass das erste Album von K-Tranada war. Oder? War das erste Album? Ich glaube, das war schon das zweite oder sogar das dritte. Beste Pop-Solo-Performance. Wir hatten Yummy von Justin Bieber. Wenn du denkst, dass Yummy von Justin Bieber ein guter Song ist, dann bitte drück auf das X auf der rechten oberen Seite. Bitte, mach's, weil wir werden nicht auf gute Meinungen miteinander kommen. Der Song ist furchtbar. Dann haben wir wieder Say So, Doja Cat, Everything I Wanted, Billie Eilish, Don't Start Now, Dua Lipa und Cardigan von Taylor Swift. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, dass Harry Styles gewinnt. Watermelon Sugar ist ein geiler Song, aber für mich auch nicht die geilste Single auf dem Album von Harry Styles. Wer den Song Golden kennt, der Song ist so gut, der Song ist so geil, Golden ist so geil. Ja, wie gesagt, Yummy, Fuck Off, Say So, wer, mein Gott, ich hätte es verstanden. Billie Eilish hätte ich auch verstanden, Don't Start Now hätte ich auch verstanden und Cardigan wäre auch cool gewesen von Taylor Swift. Ist eine Rubrik, eine Kategorie, mit der ich überhaupt nicht mad bin. Beste Pop-Duo oder Gruppenperformance: J Balvin mit Dua Lipa, Bad Bunny und Tiny mit Undia. Habe ich, glaube ich, ein paar Mal gehört, ist nicht so für mich. Intentions, Justin Bieber featuring Quavo, wirklich ein grotten Song. Dynamite, BTS, wir sind uns alle bewusst, warum BTS dort nominiert worden ist. Ich glaube nicht, dass die 60-jährigen Dudes mit ihren Anzügen allzu sehr BTS feiern. Ich glaube eher, da ist einfach, um die massige Anzahl an Fans zufriedenzustellen, sind die einfach da nominiert worden, was ich verstehen kann an sich, aber das macht eigentlich eine Awardshow nicht aus, wenn du dann sagst, yo, wir nominieren die bloß,
damit die Fans zufrieden sind. Und der andere Song, der noch dabei war, Exile, Taylor Swift und Bon Iver. Bon Iver und Taylor Swift ist eine geile Kombo. Ich mag den Song auch. Aber wer gewonnen hat, war Rain On Me, Lady Gaga und Ariana Grande. Ich finde den Song nicht so mega. Wer da für mich eigentlich die Nummer 1 gewesen wäre, ja, Taylor Swift. Taylor Swift hätte für mich auch diesen Grammy bekommen. Bestes Pop-Vocal-Album ging an Dua Lipa, kann ich verstehen. Die anderen Nominees waren Justin Bieber, Fuck Off, Lady Gaga, kann ich verstehen. Harry Styles, gutes Album, Taylor Swift, gutes Album. Hätte Dua Lipa gewinnen sollen, ich kann es verstehen. Hat mich jetzt nicht so umgehauen, das Album. Taylor Swift und Harry Styles wären da meine Favoriten gewesen, aber Dua Lipa, damit bin ich auch zufrieden. Shoutout an Kelly Uchis, die einen Grammy bekommen hat für die Best Dance Recording. Kate Renata natürlich auch. Beste R&B-Performance ging an Black Parade, Beyoncé. Ich liebe diesen Song. Best Progressive R&B-Album. Thundercat hat gewonnen. Geil. Das freut mich so sehr für Thundercat. Das Album war so grandios. Wenn du It Is What It Is von Thundercat noch nicht gehört hast, bitte mach's. Bitte mach's. Weil dieses Album sehr faszinierend ist. Es ist so funky. Du kannst einfach nicht dieses Album anhören, ohne zu lächeln. Es funktioniert nicht. Es ist einfach eine schöne Zeit. Es ist eine schöne Zeit mit dem Album. Wer dann noch nominiert war, war Jhené Aiko mit Chilombo. Ja, okay. Kann nominiert werden. Ist kein Thema. Chloe and Halle, super Album. Hätte ich auch gerne als Gewinner gesehen. Aber Thundercat war auch mein Nummer 1 Pick. Free Nationals war nominiert. Die Free Nationals waren nominiert. Wäre auch cool gewesen, dass die gewonnen hätten. Robert Glasper bin ich nicht so vertraut, deswegen keine Ahnung, ob der es verdient hätte oder nicht. Ich habe ein kleines Problem mit dem besten R&B-Album. John Legend, super Artist, super Künstler, brauchen wir nicht mehr drüber reden, aber der ist über seinem Zenit. Ein bisschen. Er ist ein bisschen über seinem Zenit und die Nominierten, Giveon, Alter, Giveon ist so gut. Boah, ist der geil. Boah, ist der geil. Warum war der überhaupt nicht nominiert bei Best New Artist? Das weiß auch keiner. Und Ant Clemens, Happy to be here, auch ein cooles Album. Ich mag Ant Clemens sowieso schon seit seinen geilen Contributions zu den Kanye-Alben seit ein paar Jahren. Wenn man John Legend aber als Gewinner jetzt so auserkoren hat, ist es schon in Ordnung, aber da waren bessere Alben, da waren bessere Alben. Beste Rap-Performance, die Nominierten war Deep Reverence, Big Sean featuring Nipsey Hussle, geiler Song, richtig geiler Song. Hätte ich gern gesehen, dass es gewonnen hätte. Der Baby mit dem 7-millionsten Song, der gleich klingt. Irgendwann reicht's. Irgendwann reicht's. Dann Jack Harlow, What's Poppin'. Geiler Song, geiler Song. Fick den Remix wegen Tory Lanez, fuck Tory Lanez, aber What's Poppin', die reguläre Version, cool, ist cool. The Bigger Picture, Lil Baby, auch ein geiler Song, hätte ich tatsächlich als Nummer 1 gesehen für die Kategorie, aber schade. Dior, Pop Smoke, hätte ich verstanden. Savage, Megan Thee Stallion und Beyoncé, die haben gewonnen und bin ich auch nicht mad drüber. Wie gesagt, ich liebe den Song, ist ein cooler Song. Kann man jederzeit anhören. Der Song wird nicht alt. Für mich zumindest. Best Melodic Rap Performance. Da war nominiert Rockstar The Baby. Bitte. Nein. Bitte nicht. Drake featuring Lil Durk. Laugh Now, Cry Later. Cooler Song. Ist ein cooler Song. Höre ich immer noch gerne. Hätte auch gewinnen können, rein theoretisch. The Box, Roddy Ricch. Auch ein respektabler Pick. Highest in the Room, Travis Scott, ja, okay, beste melodische Rap-Performance, hätte es bestimmt ein paar bessere gegeben als Highest in the Room, aber ich kann es verstehen, warum es nominiert war. Gewonnen hat aber Anderson .Paak mit Lockdown. Also Anderson .Paak an sich, es freut mich so sehr, welche Reise der Typ macht. Weil dieses Jahr kommt ja sein Collabo-Album mit Bruno Mars raus. Mit fucking Bruno Mars. Und den Song, den sie jetzt schon rausgebracht haben, Leave the Door Open, ist wunderbar. Der Intro-Song ist in der Werbung von Lacoste schon. Und der ist auch göttlich. Also ich freue mich richtig für Anderson und ich freue mich auch auf sein nächstes Collabo-Album. Bester Rap-Song. Savage hat gewonnen. Megan Thee Stallion featuring Beyoncé schon wieder. Bester Rap-Song war es für mich nicht.
ist ein geiler Song, aber der beste Rap-Song, ich weiß nicht. Nee, nicht ganz. Vor allem, wenn ich da sehe, dass The Bigger Picture von Lil Baby da nominiert ist, hätte ich viel lieber gesehen. The Box, auch nominiert gewesen. Laugh Now, Cry Later, auch nominiert gewesen. Rockstar, Fuck Off, niemals. Niemals der beste Rap-Song. Aber Savage ist okay. Die Kategorie Bestes Rap-Album ist Bittersweet. Ist wirklich bittersweet, weil Freddie Gibbs, Alfredo, hat leider nicht gewonnen. Aber Nas hat seinen ersten Grammy erhalten, nach all den Jahren. Was mich ziemlich freut, weil Nas ist einer der besten Rap-Artists, die es jemals gab, okay? Aber das für dieses Album zu erhalten, King's Disease war kein gutes Album. Es war okay. Es war gerade noch so lala. Und dann auch wieder so mitzubekommen, Illmatic hat es nicht geschafft. It Was Written hat es nicht geschafft. Sein Collabo-Album mit Damian Marley. All die Alben. Und es ist King's Disease geworden, was ihm zum ersten Grammy geholfen hat. Schade. Schade von den Grammys. J. Electronica hat ein geiles Album released mit Jay-Z. A Written Testimony wäre auch geil gewesen. D-Smoke, Black Habits. The Allegory, Royce the 5'9". Wer hat das nominiert? Wer hat das nominiert? Ich habe von keiner Person gehört, yo, dieses Royce the 5'9 Album ballert so hart. Nee. Sorry an alle Royce the 5'9 Fans da draußen, aber der Mann ist vielleicht auf ein paar Songs gut, aber für ein komplettes Album, nee, echt nicht. Jesus is King hat das beste Christian Music Contemporary Album gewonnen. Okay, freut mich für Kanye, hat einen neuen Grammy bekommen. Aber ich find's einfach lustig, dass er auf einen Grammy gepisst hat und wenig später kriegt er einfach nochmal einen. Was man auch erwähnen muss natürlich. Die Grammys haben's schon, also die gehen in eine richtige Richtung. Die Grammys gehen in eine richtige Richtung, aber The Weeknd nicht ein einziges Mal zu nominieren, ist eine Frechheit. Blinding Lights ist zu dem Zeitpunkt, das ist vor 2 Jahren released worden oder so, circa. Das ist 2019 released worden, ich bin mir ziemlich sicher. Und es ist immer noch in den Top 10 in Amerika in den Charts. Und du willst mir nicht sagen, das ist einer der besten Songs der letzten Jahre an sich schon. Und einfach allgemein der Impact, den es gehabt hat. Und einfach, du kannst mir nicht sagen, dass das nicht besser als einige der nominierten Songs war. Du kannst es mir nicht sagen. Producer des Jahres. Vielleicht gibt es auch mal irgendwann eine Innovation. Eine Innovation in der Kategorie Producer des Jahres. Das wäre schön, weil es gibt ein paar Leute im Hip-Hop-Game, für mich zumindest, die da einfach eine Nominierung verdient hätten. Muss man einfach sagen. Ich finde es cool, dass Flying Lotus dabei war. Ich finde es cool, dass Jack Antonoff dabei war. Andrew Watt ist ja auch, ein engster Vertrauter von Post Malone. Ist cool, dass er nominiert war und auch gewonnen hat, aber ist für mich jetzt nicht mein Nummer 1 Pick gewesen, Andrew Watt. Sorry, aber nee. Oh Gott. Eine Sache noch. Der beste Remix sozusagen, der ging an diesen Roses Remix von Kid Cudi 2.0, aka St. John. Und du kannst mir nicht sagen, dass das geil ist. Furchtbar. Wer sitzt da für 3 Minuten und denkt sich, oh geil, geil. Nein, weißt du was geil ist? Der eigentliche Remix für Roses mit fucking Future, der bangt. Natürlich gibt es bessere Remixes da draußen und vielleicht ist das ein Hot Take, aber ich glaube, das ist der schlechteste Song aller Zeiten, der einen Grammy bekommen hat. Meine ich todernst. Ich finde den Remix beschissen. Aber ich glaube, das war's jetzt. Das war's. Und ich versuche wieder zurück zu sein. Versprechen meine natürlich nicht. Aber ich möchte wirklich Content produzieren. Ich möchte wieder ein bisschen Spaß haben mit den ganzen YouTube-Formaten, und die ich mache. Und ein bisschen was Neues dazu bringen. Genau. Aber grundsätzlich fand ich es immer schön, damals vor ein paar Jahren die kleine Community gehabt zu haben. Jetzt bauen wir vielleicht mal wieder eine kleine oder eine vielleicht ein bisschen größere Community auf. Ist natürlich nicht so, dass ich jetzt, das ist auch mal so ein Punkt. Ich möchte nicht mit YouTube irgendwie famous werden oder sonst was. Das versteht im Real Life,
versteht das fast kein Mensch. Weil wenn andere Leute angemerkt bekommen, dass ich YouTube mache oder sonst was, das ist immer so dass diese Number One Perception über jemand, der YouTube machen möchte oder sonst was. Da kann das nicht aus Spaß machen. Nee, nee. Der meint das tot ernst und der will Kohle machen und der will famous werden und der will nie wieder arbeiten oder sonst was. Das ist Bullshit. Das ist fucking Bullshit. Das finde ich immer so lustig, weil dann immer so geguckt wird, oh, der macht YouTube, oh mein Gott, der macht YouTube. Oi, fuck off. Let people enjoy things. Was bist du für eine armselige Sau, wenn du anderen Leuten nicht etwas gönnen möchtest, was deren Hobby ist oder sonst was. Egal, ob es ein fucking Minecraft-Tutorial ist oder Musikkanal oder wenn er Bock hat, ein bisschen zu rappen oder sonst was. Mir ist der Akku ausgegangen. Mir ist der Akku ausgegangen, während ich meinen Punkt finishen wollte. Mein Punkt ist einfach, Leute, chillt doch einfach mal. es ist nicht deep. Lass die Leute einfach das enjoyen, was sie machen möchten. Wenn es fucking Beauty-Content ist und es vielleicht ein bisschen peinlich, okay, dann ist es halt so. Aber grundsätzlich, wenn der Content den Spaß macht und wenn es deren Hobby ist und die einfach Bock auf den Scheiß haben, dann bitte, lass die Leute doch bitte. Bitte, lass die Leute einfach stehen. Grundsätzlich, das große Ganze, was ich erwähnen wollte, war einfach, wenn Leute YouTube machen, wenn Leute so Content producen oder, keine Ahnung, auf TikTok gehen oder Influencer werden wollen, ja, dann sollen sie doch machen. Klar, du darfst sie kritisieren, aber das ist, dass die dafür so Mobbing bekommen oder was weiß ich, oder mobben wollen oder sonst was, was bei mir der Fall war in all den Jahren, dass manche das probiert haben, denke ich mir, Bro, kehr doch vor deiner eigenen Haustür, Digga. Das ist lächerlich. That shit is embarrassing. Aber nee, das soll es fürs Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Großer Content, schöner Content, neuer Content wird kommen. Von dem her, seid einfach drauf gespannt. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich es auch, weil es mir Spaß macht. Und ich hoffe, die kleine Community, die ich hatte, kann ich mir wieder aufbauen. Von dem her, ich freue mich schon drauf. Und man sieht sich, ne? Ciao, ciao.